Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubige, an diesem 10. Sonntag nach Pfingsten betrachten wir die Gerechtigkeit des Zöllners und die Ungerechtigkeit des Pharisäers. Und dem heiligen Ambrosius lassen wir uns am heutigen Sonntag über die Tugend der Gerechtigkeit belehren und ziehen die Lehre aus beiden Sachverhalten, dass die Konzilsdokumente Unitatis Redintegratio, Nostralitate, Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Initatis Humanae, ungerecht sind, schwer Gott beleidigen, ihn positiv verneinen, so wie ja der heilige Augustinus es vom Pharisäer sagt. Denn, bemerkt der heilige Augustinus, dass der Unterschied wesentlich zwischen dem Pharisäer und dem Zöllner. Der Zöllner bittet den Herrn, sei mir Sünder gnädig. Aber auf jeden Fall, er bittet den Herrn. Der Pharisäer bittet worum den Herrn? Um gar nichts. Er bittet ihn um überhaupt nichts. Heißt es ja auch intra se, in sich, zu sich selbst betet er und sagt, was er alles Großartiges und Gutes und wirklich Gutes. Beten, opfern, fasten, Almosen geben und alles Mögliche machen. Aber er ist ungerecht, weil er sich selbst anbetet, sich selbst seiner Tugenden lobt und Gott um nichts bittet. Und, sagt der heilige Augustinus, nichts bitten ist gleich wie Gott verachten. Angesichts dieser großen Wahrheit der Gerechtigkeit, die darin besteht, dass ich also die Wahrheit sage, mich Sünder vor Gott bekenne und ihm um Barmherzigkeit bitte, worin mein persönliches Heil liegt, aber auch das Heil der Gesellschaft und somit auch der heutigen Gesellschaft, das aber nicht nur verhindert wird, sondern positiv bekämpft wird, eben durch besagte Konzilsdokumente, eben durch besagte Konzilskirche, die nicht nur nicht die katholische Kirche, sondern positiv eine ungerechte, gottverleugnende, das Heil verhindernde Gegenkirche ist. Und somit nichts anderes auch befürworten konnte, als ungerechte, das allgemein wohl verhindernde Staaten. Und diese kurze Betrachtung mit einem großen Staatsmann, der ja der heilige Ambrosius war, großer Staatsmann gewesen, wollen wir gemeinsam den Begriff der Gerechtigkeit uns von ihm über den Begriff der Gerechtigkeit belehren lassen, um zu erkennen, wie unsere sogenannten laizistischen und somit positiv gottlosen Demokratien, da hilft das Feigenblatt einer Religionsfreiheit gar nichts. Im Gegenteil, es verschlimmert noch den Zustand der Opposition zum einzigen und wahren Gott und zu seiner Verneinung.
Man darf uns nicht Wunder nehmen, dass selbst die wenigsten Schlechten, oder wenn man so will, im System die Besten, die also jetzt mit aller Kraft versuchen, die Unterwanderung Europas zu verhindern, die mit aller Kraft versuchen, die Kalergi-Pläne einer Rassenersetzung der europäischen durch eine afroasiatische zu verhindern, dass das ein Ackern mit der Geiß ist, so wie man sagt, dass das ein steriles Geschäft ist, das von vornherein zum Untergang verurteilt ist, so wie sich nicht retten konnte in Jerusalem, wer gemeint hat, in der Stadt zu bleiben und nicht so wie die ersten Christen in einem günstigen Augenblick aus Jerusalem geflohen sind. So verteidigen diese gewissen konservativen rechten Strömungen das christliche Europa überhaupt nicht. Es ist also notwendig, die gesamte heutige Realität im Lichte der Wahrheit und somit im Lichte Jesu Christi, seiner Barmherzigkeit und seiner Gerechtigkeit, seiner Wahrheit zu sehen, um nicht irre zu gehen. Dafür ist es notwendig aber, dass man diese Wahrheit liebt. Wenn man die Wahrheit aufhört zu lieben und das auch mit dem Gefühle, mit der Sehnsucht, mit dem Affekt, dann wird man diese Wahrheit vergessen. Das heißt, man wird mit katholischen Religionsgrundbüchern und Messbüchern unterm Arm zur Gegenkirche laufen und bitten, von denen anerkannt zu werden. Diese ist aber eine Gegenkirche, ist nicht die katholische. So wird man zu sterilen, populistischen Parteien gehen und meinen, von dort das Heil und die Flucht und die Ausflucht vor der Strafe Gottes zu erreichen, vergeblich. Nun, was sagt zuerst also der heilige Ambrosius von der Tugend der Gerechtigkeit? Er legt zuerst dar, dass die Tugend der Gerechtigkeit hoch erhaben ist, himmlisch ist und das nicht nur, um schöne Ausdrücke zu verwenden, sondern um darzulegen, wie sie tatsächlich über allem steht. Deshalb ist sie so hervorragend, so glänzend, wie er sagt, weil sie mehr dem anderen, den anderen nützlich ist als sich selbst. Sie bevorzugt unsere Beziehung zu den anderen und die Bindungen in der Gesellschaft. Sie hat deshalb den höchsten Platz inne, weil alles ihrem Urteil unterliegt. Sie steht dem Nächsten bei. Sie gibt demjenigen, der es bedarf, das notwendige Geld. Sie scheut sich nicht, ihm zu helfen. Sie verteidigt ihn in den Schwierigkeiten. Und gleich fügt aber hinzu mit großem Seufzer, wer würde nicht diese höchste Tugend anstreben und sehnlichst erwünschen, wenn nicht der Geiz der Erste wäre, der diese so schöne Tugend schwächt und entnervt, ihr das Leben saugt. Denn während wir danach trachten, unsere Güter zu vermehren, unser Geld anzuhäufen, unseren Besitztum auszudehnen, in Reichtum zu prangen, indem wir all dies tun,
entblößen wir uns des Sentimentes, das heißt des Gefühles, des Fühlen der Gerechtigkeit. Und wir vergessen die Pflicht, wohlzutun dem Nächsten. Aber fügt er hinzu, was die Größe der Gerechtigkeit noch ausmacht, ist, dass es keine Ausnahme gibt, wo nicht Gerechtigkeit geübt werden muss. Weder was den Ort, noch was die Personen, noch was die Zeit anbelangt, ja sogar den Feinden gegenüber muss Gerechtigkeit geübt werden. Da gibt er das Beispiel, welches Unrecht es wäre, wenn man eine vereinbarte Zeit und Ort für einen Krieg nicht beachten würde. So also, wenn die Gerechtigkeit im Krieg gilt, umso mehr muss sie doch in der Friedenszeit gelten. Und jetzt, liebe Gläubige, kommt der große Gedankensprung des heiligen Ambrosius. Nachdem er darlegt, dass also die Gerechtigkeit eine transzendente Tugend ist, transzendere, übersteigend, eine Tugend, die alles übersteigt, jeden Umstand dieses Lebens übersteigt, ohne viel Zwischenargumente, konkludiert er sofort, ergo ist das Fundament der Gerechtigkeit der Glaube. Und bevor noch einer Zeit hat, sich zu fragen, ja, warum kommt auf einmal der Glaube ins Spiel, fährt er sofort weiter. In der Tat, das Herz der Gerechten meditieren den Glauben und der Gerechte klagt sich selber an. Und somit spricht er Recht auf der Basis, auf der Grundlage des Glaubens. Denn dadurch, dass er die Wahrheit bekennt, nämlich dass er Sünder ist, lässt er die Gerechtigkeit erstrahlen. Deshalb ist der Glaube das Fundament der Gerechtigkeit, weil der Glaube die Wahrheit ist. Und deshalb ist jener gerecht, der seine Sünde bekennt, weil er die Wahrheit bekennt. Und fügt er gleich weiter hinzu, um es nicht beim konzeptuellen Begriff der Wahrheit zu belassen. Übrigens sagt der Herr selber mittels des Propheten Jesajas, und ich werde einen Stein als Fundament für Sion legen. Doppelpunkt. Das heißt, Christus führt der heilige Ambrosius vor, der große Staatsmann Mailands, der halb Italien regiert hat. Christus ist das Fundament der Gerechtigkeit. Christus ist das Fundament der Kirche. Und, liebe Gläubige, ein Satz, den wir uns in Gold schreiben lassen sollten und einrahmen. Nun aber ist Christus der Glaube aller. Deshalb, weil Christus der Gegenstand ist. Das Glaubensobjekt, das, woran ich glaube, ist Christus. Und die Kirche, fährt er fort, stellt die Gerechtigkeit dar, das Jus Commune, das allgemeine Recht aller. In ihr nämlich ist Einheit des Betens, Einheit der Werke, Einheit in den Prüfungen. Schließlich ist derjenige gerecht, der würdig ist vor Christus, derjenige, der sich selbst verleugnet. Und da auch Paulus Jesus Christus als Fundament gesetzt hat, auf das wir unsere Werke aufbauen, der Gerechtigkeit, indem also der Glaube immer das Fundament bleibt.
liebe Gläubige. So belehrt uns der heilige Ambrosius im 4. Jahrhundert, Sohn eines Präfekten, selber ausgebildeter Jurist, selber in Mailand residierend, ganz Ligurien und die Emilia regierend, selber seine Polizei ausstattend mit allen nötigen Mitteln, um die Ruhe und die Ordnung regieren zu lassen. So stellt er uns dar, was die Gerechtigkeit ist. Wenn wir also zusammenfassen, gibt es keine Gerechtigkeit ohne Glauben, gibt es keinen Glauben ohne Jesus Christus, gibt es keinen Jesus Christus ohne seine heilige Kirche, gibt es keine Gerechtigkeit, gibt es keinen Glauben, gibt es keine wahre Kirche, ist man nicht wirklich gerecht, ist man nicht gläubig, ist man nicht wirkliches, lebendiges Mitglied der Kirche, wenn man nicht seine Sünde und seine Misere bekennt, so wie der Zöllner am Eingang des Tempels, wie wir soeben im Evangelium gehört haben, zum Unterschied vom Pharisäer, der ungerecht ist, weil er nicht zu Gott spricht, sondern zu sich selbst. Genauso wie das Zweite Vatikanische Konzil, zum Beispiel in Gaudium et Spes, in dem furchtbaren und ewig langen Dokument von 1965, spricht zu sich selbst, vergöttlicht die Menschheit, vergöttlicht den Fortschritt, geht bis hin zu sagen, dass der Fortschritt so großartig ist und so weit gekommen ist, dass es sogar die demografische Entwicklung der Welt vorausplanen wird. Das hat derselbige Paul VI. Unterschrieben, der dann nachher jammert, dass vor lauter Vorausplanung die Pille durchgeführt wird. Und dann auf einmal jammert er mit einem armen Seufzer gegen die Pille in Humane Vitae, und vorher hat er mit großartig das Dekret Caudium et Spes verabschiedet, das ja praktisch Pille und auch Abtreibung und alles, was hinterhergeht, ja auf dem Gewissen hat. Liebe Gläubige, wenn wir in dieser Perspektive, im Lichte dieser Gerechtigkeit, die es ohne Jesus Christus, ohne seine wahre Kirche und ohne die tätige Gerechtigkeit als Tugend in den einzelnen Herzen gar nicht gibt, ja, liebe Gläubige, wie sollen wir dann meinen, dass gewisse laizistische, gewisse populistische Politik, Parteien es schaffen werden, uns vor dem Islam, vor der wilden Immigration zu retten? Und da schließen wir ab, indem wir einen Vergleich aufstellen. Dass wir diesen Vergleich aufstellen dürfen, ist insofern gegeben, als ja das Evangelium selbst, wenn Jesus Christus die Zerstörung Jerusalems voraussagt, er mit diesem historischen Ereignis auch die Zeit des Antichristen, die Zeit des Endes dieser Welt voraussagt, und wir ja aufgefordert sind, die Zeichen der Zeit zu prüfen. Und wenn wir somit anhand des Beispiels der Prophezeiung und der Zerstörung Jerusalems die heutige Lage unserer Nationen oder unseres Europas oder gewesenen Europas und gewesenen Nationen betrachten, dann erkennen wir und ziehen folgende Lehre. Alle wissen wir, wie Josephus Flavius uns von der furchtbaren Zerstörung Jerusalems berichtet, wie sie 70 nach Christus stattgefunden hat. Dass buchstäblich kein Stein auf dem anderen geblieben ist, dass das Massaker so grausam war, dass das Blut bis auf Kniehöhe in den kleinen Gassen geflossen ist. Aber wir wissen auch,
dass die ersten Juden Christen nicht umgebracht wurden. Warum? Aus Liebe zur Wahrheit, aus Liebe zu den Worten Jesu Christi, haben sie nicht vergessen, was er vorausgesagt, und haben nicht vergessen, dass es im Augenblick des Gräuel der Verwüstung Gebot der Stunde ist, zu fliehen. Und somit haben die ersten Judenchristen eine sehr kurze Zeit ausgenutzt, als denen, in welcher ein Truppenauswechsel war um Jerusalem bei der Belagerung. In dieser kurzen Zeit sind sie alle geflohen und waren in Sicherheit. So werden zwar nicht die Zerstörung unserer Städte, was weiß ich, Wien, Mailand, Berlin, München, Rom, überstehen, die jetzt zusammenpacken und aus ihren Städten fliehen, nein, aber es werden die gerettet werden. Es werden die in der Gerechtigkeit bleiben. Und möglicherweise und vielleicht auch vor der physischen Zerstörung und Verfolgung, aber vor allem vor dem geistigen Niedergang gerettet werden, die das neue Babylon, die neue Gegenkirche des Konzils Vatikanums II fliehen und lebendige Gerechtigkeit leben, sich wie der Zöllner normalerweise vor Gott als Sünder bekennen, ihm beugen, ihn anflehen, von ihm die Gnaden erbitten, von ihm den Schutz erbitten. Dann, liebe Gläubige, schaut für die einzelne Seele, und wenn es die Gesellschaft sein könnte, die, so wie der Zöllner, am Eingang des Tempels vor Gott kniet, dann könnte es für die Gesellschaft anders aussehen. Dann wäre dann ein Regierungsprogramm nicht beschränkt auf Kontrolle von den Grenzen und schärfere Maßnahmen gegen dies und jenes und Verbot der Schiffe vom internationalen Wasser in das territoriale Wasser einzudringen, dann würde es ganz anders aussehen. Dann würde das Regierungsprogramm aussehen, so wie das Gebet des heiligen Marcus Daviano auf dem Kahlenberg vor der Befreiung Wiens. Erstens, allmächtiger, ewiger, gütiger, barmherziger und gerechter Gott. So würde ein Regierungsprogramm lauten. Liebe Europäer, zuallererst bekennen wir, dass wir die Einwanderung des Islams, dass wir die Inkraftsetzung des teuflischen Planes von Gudenhof Kalergi absolut verdient haben, deshalb, weil wir nicht mehr gerecht sind, weil wir unsere Gebete nicht mehr zum einzigen und wahren Gott emporsteigen lassen, weil wir unsere Sünden nicht mehr bekennen. Und unser Regierungsprogramm wird sein, dass solange wir nicht die Abtreibung, solange wir nicht Euthanasie, solange wir nicht die Ehescheidung und solange wir nicht die einzig wahre katholische Religion als unser Fundament unseres gesellschaftlichen Lebens auf bürgerlicher Ebene und auf Konstitutionsebene nicht wieder einführen, brauchen wir erst gar nicht einmal denken, gegen den Islam und gegen die Invasion vorzugehen, denn das ist eine gerechte Strafe. Dann könnten wir, so wie Marcus Daviano, anfügen, o Herr, so sehr wir die Zerstörung Wiens verdient haben, zur Ehre deines Namens und zum Fortbestand der katholischen Religion, gewähre uns den Sieg. Und der Sieg war gewährt. Und auf wunderbare Art und Weise, denn schon zu schwach war die christliche Armee.
liebe Gläubige, das ist die Lehre, die wir daraus gezogen haben. Und das ist die Gnade, um die wir die Allerselektion Frau Maria bitten, dass wir nicht verblendet durch hunderte Ablenkungen, so wie der heilige Apostel im 2. Thessalonicher Brief schreibt, dass diejenigen verloren gehen, weil sie den Verblendungen und den unzähligen und so verschiedenen Scheinwundern des Antichristen, der auf Satans Geheiß handelt, dass diejenigen verloren gehen, die eben verblendet und abgelenkt was verloren haben. Sie haben die Liebe zur Wahrheit verloren. Und die Liebe zur Wahrheit verliert derjenige, der nicht normalerweise und ständig auch dem Gefühle nach und der Sehnsucht nach sein ganzes Leben ständig gemäß der Offenbarung der Wahrheit ausrichtet. Das heißt, gemäß dem katholischen Katechismus. Wer aber die Liebe zur Wahrheit verloren hat, der wird den neuen römischen Katechismus in die Hand nehmen und gar nicht erkennen, dass es ein ungerechtes Buch ist. Dass es ein Buch ist, das nicht mehr die Wahrheit bekennt. Dass es ein Buch ist, das aus dem Schmutzigen, aus der Kloake des Concilium Vaticanum II hervorgegangen ist. Möge die Allerselektion Frau Maria uns die Gnade vermitteln, lauteren Herzens uns als Sünder bekennend gerecht zu werden und somit die Wahrheit kennend, den Irrtum, den Irrweg, die Apostasie der Gegenkirche und den Irrtum und die Sackgasse eines vermeintlichen konservativen Europas meidend, als wahre Kämpfer Christi unser Heil und vielleicht auch das ganze Europa erwirken können. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.